Bitte, auf jeden Fall. Hier ist Bieber und da ist Punk. Wir suchen nach mehr Drogenzeug. Ich drücke auf die Taste, um zu gucken, wo ich bin. Ich bin schon wieder ein bisschen weit weggesetzt worden von meinem Dealer. Ich weiß nicht, Wir warum wir gehen das immer immer wieder zurück. machen. Wir gehen immer wieder zurück. Wie ein guter Drogensüchtiger. 170 Meter. Das ist aber eine weite Strecke zum Sprinten. Ja, kann er unendlich sprinten? Weiß ich nicht, vielleicht. Kann den Poller hoch machen. Das gedrückt halten. Was habe ich hier geriegelt? Keine Ahnung. Hier. Und Ja. warum findest du das jetzt besser als GTA 5? Hä? Hab ich das falsch verstanden? Ja. Wie doof. Hä? Wie kommst du auf solche Sachen? Lust auf einen digitalen Film? Weiß ich Was nicht. sagst du? Hast du Bock? Ich hab richtig Bock. Ah, guck mal, Tut mir den da leid. kannst du verfolgen. Nicht Nicht verfügbar, verfügbar. auch mal, weil der Typ da gerade flieht, tötet den Rot, bitte. Das Spiel lässt sich aber auch nicht so spielen, wie du spielen Das willst. habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Wie bei Uncharted. Nee, das Spiel das nicht zulässt. Und dann ist es Decken. Die haben Leberkrebs. Er ist weg. Vielleicht kannst du jetzt deinen digitalen Trip nehmen. Oh, hast gesehen, die hat einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Schade. Kauft regelmäßig Kleidung online, wie ungewöhnlich. Schnell den Schaltkasten deaktivieren, damit ich bei dir digitale Trips kaufen kann. Ich will gleich Alone. Madness spielen. Du kannst Alone spielen. Kämpfe in diesem Trip gegen totale Zitat-Kontrolle. I'm gonna love this. CTOS sind die Leute, sind sozusagen die Handynetzbesitzer und Sicherheitsnetzbesitzer. Ich soll die Waffen finden? Die Roboter, die die Waffen haben. Nee, ja, die Waffen finden. Die Roboter geklaut haben, oder nicht? Alle Generatoren aktivieren, damit es wieder hell wird. Ach, der darf mich nicht sehen, oder was? So alone bist du ja gar nicht. Du wirst verfolgt. Kannst du den töten? Drück Dings da. Hast du keine Waffen? Keine Waffen. Du hast den nicht aktiviert. Ja, Die warum aktiviert. nicht? Mit vielleicht Dreieck oder Viereck, eins von beiden. Kannst du dein Handy zücken mit Quadrat oder Kreis? Nee. Macht das Spaß? Ich werde einfach nur verfolgt und beschossen. Alter, lass mich in Ruhe, du Schmack. Schmack. Der verfolgt dich immer noch. Weißt du, worauf ich jetzt richtig Bock hab? Nein. Skyrim. Ja? Ja. Hast du das? Ja. Sie sind tot. Fortschrittlichere Roboter sind sie. Ich kann die lähmen. Oder Mass Effect. Ja, Mass Effect habe ich immer Bock. Hast du noch nie gespielt? Nee, ich habe die Trilogie zu Hause. Weiß ich doch. Ich kann gar nichts machen. Hier kann ich nichts machen. Und das ist wie Terminator, oder? ja. Die Anzeige ist auch leicht verständlich. Nein. Unglücklicher Vorgang.
Ungünstiger Vorgang. Und jetzt du, hör doch auf, dich zu duken. Das kann ich nicht. Klar. Nicht? Was machst du denn da? Ein Skillpunkt erhalten. Im Bezirk frei. Das war aber der Typ, der mich höchste Eisenbahn. Heimlich ausgeschaltet? Nichts. Überhaupt nichts geschafft. 500 Marker sind geschafft. Boah, ich habe so viele Fähigkeiten. Eine. Mehr Gegenstände. Gegenstände gibt es überhaupt nicht. Erhöht den Schaden, den sie mit allen tödlichen Waffen anrichten. Um 50%. Krass. Wie Schrot. Guck mal, jetzt ist er nämlich lahmgelegt hier, der Latz. Was stand da auf dem Gebäude? Nicht so weit weg da. Ist das eine Werbung für Sherlock? Ja. Deductive Consultant. Detective Consultant. Consultant. Gutes Gespräch. Du bist inspiziert worden. Wahrscheinlich hinter das Gebäude. Oh, da ist einer. Direkt da kommt einer. Siehst du ihn auf der Karte? Er ist direkt bei dir. Nicht der. Der da, der leuchtet links. Hier leuchtet einiges. Disco-mäßig. Guck dir das mal an. Wie im Controller bei den Rabbits. Nur bei der PlayStation 4. Ich glaube, der ist stuck. Stuck in the ice. Stuck out of the dirt. Stuck in diarrhea. Was macht der denn in deinem Gebüsch? Hast du es gesehen? Nein, hat er onaniert? Nein, er ist im Gebüsch hochgelaufen. Er hat sich rangeschlichen, wie Indianer auf dem Kriegsfahrt. Kannst du den jetzt irgendwie töten? Kannst du wirklich nur schleichen? Ja. Och Mann, jetzt bin ich wieder hier Ziel aller Herrscher. Zirks. Das ist der richtige Weg. Guck mal, jetzt läufst du doch. Dem sagst du noch, du kannst nicht laufen. Hack, 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 hack. Schweinehack. Skillpunkt erhalten. Ich hab mich schon wieder im Bezirk frei. Springen kann ich jetzt, guck mal. Endlich. Haben die schon wieder null. Überall null. Fähigkeitenbaum. Hacks. Verbesserung, schneller zu hacken, das finde ich gut. Das dauert mir immer viel zu lange. Weil ich eh immer entdeckt werde. Fortsetzen. Jetzt kann ich springen, oder was? Nein, da wo du eben standst. Da. Ach so. Sehr langweilig. Guck mal, es gibt zwei verschiedene Wege, die ich gehen kann. Links und rechts. Ass-ness. Was war das denn? Was war das denn? Das war auch Terminator. Da wurde gerade Kyrie's materialisieren. Um Sarah Connor zu schwängern. Damit der geschwängerte Sohn ihn später in die Vergangenheit zurückschicken kann. Der geschwängerte Sohn? Also der in die Frau reingeschwängerte Sohn. Geht. Verstehst du das? Guck mal, ich bin in dieses Ding gebiet. Passt das auch in dein Paradoxon? Das ist ja kein Paradoxon. Es ist ein Paradoxon. Ach so. Weil er ja sozusagen nach... Kann ich ihn heimlich töten? Er wird vor seinem Vater geboren. Nach. Wird jetzt irgendwas eingeblendet? Ausschalten! Mit dem Kreisknopf. Bargeld steckt fest. Ja, guck mal hier, Kyrie ist jünger als sein eigener Vater. Ja. Älter, jünger. Jünger. Die meisten Leute sind jünger als ihr eigener Vater. Dann ist er älter. Viel später geboren. Nein, Kyrie ist sein eigener Vater. Nein, ist er auch nicht. Wie aufregend. Wie ist denn das bei Kyrie? Ach, das hat der andere bemerkt, oder was? Du kannst ihn doch auch da ausschalten von vorne. Kann ich nicht. Kannst du. Du musst ihn ja nicht von hinten ausschalten und heimlich, sondern kannst du auch... Ich bin dahinter gerutscht, in das Auto. Das ist wie bei einer Frau. Hat nicht so viel Spaß gemacht. Wie ist das denn jetzt bei Kyrie? Ich kann nur neu starten. Hilf mir doch mal. Hilfst du mir? Ich habe, das ist alles viel zu Jahre her, um diese Geschichte zu verstehen. Kyrie ist der Typ, der das ist nicht der Typ, der den Aufstand probt. Nein, der zeugt den Typen, der den Aufstand probt. Und von dem Typen, der den Aufstand probt, wird er Jahre später
gewarnt. Nee, zurückgeschickt, um sich selbst zeugen zu lassen. Er kann doch nicht seinen Vater zurückschicken. Macht er doch. Ach so, doch. Er schickt einfach irgendeinen Typen zurück. Ja. Und der schwängert dann seine Mutter. Und daraus entsteht er. Ja. Aber dann ist er doch nicht jünger. Ach so. Also ist sein Vater jünger als er selber, weil Kyle Reese ist jünger als John Connor. Genau. Ja. Das heißt, John Connor ist 13 Jahre alt und sein Vater ist noch nicht mehr geboren. Und dann schickt er später diesen dann geborenen Vater zurück, um sein Vater zu werden. Ja, und damit wirst du völlig ad absurdum geführt. Nein. Per se. Da blitzt schon wieder was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir dieses Spiel gut gefällt. Weil immer überall was blitzt. Irgendwie sieht es nicht so einladend aus. Die Welt von GTA ist viel geiler. Nein, nicht schießen. Na gut. Ach so. Na, das wusste ich. Ich hack sie mal, um zu gucken, ob es stimmt. Wo ist sie denn? Die hatte Gabe an, ne? Ja, die da, die wegläuft. Das ist die, die auf der... Ah, ich könnte dich... Ja, ich mach das. Hier links ist sie, da ist sie. Hobbyfotografin. Beruf? Ingenieurin. Na gut. Ingenieure sind wichtig. Die wollen wir nicht dezimieren. Hat kürzlich Blut gespendet. Die Informationen sind so unterschiedlich. Unterschiedlich wichtig auch, ne? Ja. Warum ist er nicht verfügbar? Wegen der Waffe oder was? Ja. Hä? Ich kann dir keine Trips mehr geben. Vielleicht doch. Pack mir deine Waffe weg. Oh ne, jetzt nicht mehr. Er ist verendet. Aber du, er kann immer noch, du kannst immer noch digitale Trips für ihn kaufen. 22, was heißt das? 30? Nachladen. 45? Was heißt das? Achso, ich werde gerade von CD. Ich werde gerade gehackt. Von wem? Also nicht gehackt, sondern das. Die Polizei ortet mich gerade. Ach so. Deswegen werde ich jetzt diesen Mann in diesem Auto töten. Aus diesem Tor. Ja, tust jetzt die Leiche raus, wenn du da reingehst. Ja, und die wehrt sich auch nicht mehr. Wie realistisch. Das ist quasi ein Leben. Das ist aber ein langsames Auto. Das ist eine chinesische Komponente gefunden. Eine chinesische Komponente? Ja. Hat Universität mit schlechten Noten abgeschlossen. Trials! Was ist denn jetzt passiert? Du bist vom Motorrad gefallen. Ich hab nach hinten gedrückt ganz viel und dann den Absteigknopf. Du bist schon nicht gefallen, du bist abgestiegen in einer schlechten Situation. Das ist im fahrenden Fahrzeug immer schlecht. Oh. Aber jetzt lebt vielleicht der andere Typ wieder. Du wolltest doch noch den... Ach, ist das jetzt der Mad Trip? Der andere, der letzte? Madness? Madness, ja. Nee, das war nicht Madness. Du hast Madness ja noch gar nicht gemacht. Das, ja, das war einfach nur eine normale Madness in der Stadt. Ja, aber ich will jetzt Madness machen. Das ist ja der Plan. Das ist ein richtig schönes Auto. Gib mir das bitte hier. Dann mach jetzt mal... Such jetzt mal den Madness-Typen. Gott, wir sind ganz woanders. Da unten ist er. Das ist ja auch nicht so weit weg. Oh nein, jetzt ruft die Polizei, nicht die Polizei. Es ist ernst. Bitte schicken Sie ein paar Cops. Hallo, ich habe nur ein Auto geklaut. Wie ernst ist das bitte? Du musst aus diesem Bereich raus. Du musst aus dem Wagen raus. Nein, aus dem Bereich. Komme ich aber. Ups, Gott sei Dank automatisch. On my way. Out of business. Jetzt der Bereich wieder neuer. Du bist wieder im Bereich drin. Es gibt mehrere Bereiche. Scheiße! Links raus aus dem Bereich. Noch weiter raus aus dem Bereich. Noch viel weiter. Oh, gut. Flucht erfolgreich. Jetzt kannst du zurück zu deiner Nase. Es hat wieder was geblinkt. Polizeiscan-Vermeidung. Okay. Hier. Die Armen saßen da gerade und plauschten.
hab welche. Ich hab hier digital. Mann, will. Hol dir den Trip deines Lebens. Auf geht's. Digitaler Trip Nummer 3, 4. Gelbe, weiße und blaue Dämonen geben ihnen Energie. Immer gut zu wissen, wenn es solche Regeln gibt. Oh, yeah. Todeskracher. Seelenkraft. Lassen Sie Ihren Zorn freien Lauf. Sehr zornig. Ich mache Eruption. Es sind wahrscheinlich gar keine Dämonen, es ist nur der Trip und weiter das brave Bürger. Ich glaube, es soll so sein, oder ne? Spreng! Upsi. Und diese Flammendinger darfst du nicht fahren. Du musst immer alles sprengen, was du kannst. Ach, nicht in die Flammendinger? Nicht in die Flammendinger. Ja, oben voll in die Menschenmenge. Warum bin ich jetzt so nach links gefadet? Weil du in dieses Ding reingesprungen bist, ein bisschen. Man kann nicht überall durch. Durch. Nee, die Bäume, die mit Metall umrundet sind, sind off-limits. Ach, das war so ein Trip. Ja, das ganze Ding ist ein Trip. Seelenkraft ist gleich voll. Weil ich die töte, kann ich irgendwas drücken dann? Wahrscheinlich. Eruption. War leider gerade niemand in der Nähe. Seelenkraft. Ah. Wieder abgenommen. Töte mehr töten. Zu langsam und zu wenig. Ah, ich habe einen blauen getötet. Ja, Eruption. Blam. Oh. Ist gut, ich dachte eh, da kommt ein Tunnel. War aber nur eine Wand. Ja, Seelenkraft ist fast auf voller Nase. Ich hab meine Nasen immer, ne? Immer diese Eruption. Ja, und deine Nasen. Ja, jetzt brennst du! Ich soll es brennen? Nein. Was? Du brennst! Das ist volle Seelenkraft. Todesserie. 4, 3, 2, 1, 0. Ende. Hab ich gewonnen? Erfolgreiche Kombo nicht erreicht. Konzentrieren Sie sich auf Gruppen. Willst du auch mal töten? Das macht ja Spaß. Ein bisschen. Okay. Okay, Madness. Punktzahl. Getötete Dämonen. Neuer Rekord. 0 ungenutzte Skillbäume. Bitte nicht. Alle Skillbäume wurden genutzt. Von Hunden aus der Nachbarschaft. Meinst du, man kann jetzt noch was bestellen für Essen? Nein. Hast du Hunger? Das war ein Brötchen. Schwarzes? Nee. Zählt das nicht? Ich wusste, dass ich irre bin. Ist das weich oder hart? Es ist weich. Also so eine Mischung. So weich wie das Schwarze vorhin? Bisschen härter vielleicht. Ein bisschen knuspriger, nicht hart. Nur knusprig. Das Gleiche. Hier, guck mal die Rowdy-Action an, die ich hier vermasse. An Veranstalter. Ja, ich dachte ja auch die halbe Zeit, ich muss den Leuten ausweichen. Das war aber Glück für den Dünen. Das ist auch volle Pulle Seelenpower. Was bringt das? Ah, jetzt beginnt die Todesserie, jetzt wo ich volle Pulle Seelenpower. Jetzt ausgerechnet ist niemand da, außer dieser eine. Das war gut. Das war voll. Siehst du, da kriegt der Erfolg. Das ist wie bei Trevor so ein bisschen, ne? Mit dem Töten. Ja. Den Rednecks und so. Oh. Da bist du nicht gut aufgehoben. Ernten Sie 10. Wer 10? Was? Ich soll 10 ernten. Ernte da. Ernte Dankfest. Oh nein, da bin ich gar nicht gut aufgehoben. Okay, jetzt die Kombo zu Ende. Scheiße, das war nicht gut. Kann ich irgendwas machen, irgendwas drücken, irgendwas. Irgendeine Kraft des Satans entzünden. Und Satan fand Bommel. Oh nein, ich dachte, ich will die Rutsche. Dachte ich auch. Treppe. Und sie ist hier. Und auch noch da reingeklopft. 15 Sekunden für 8 Leichen. Das könnte funktionieren. Nicht machbar. So viel, wie ich da rumgehüsert habe. Alle habe ich verpasst. Man kann den gar nicht ausweichen, so wie ich.
Eruption. Eine Sekunde. Schaffst du nicht mehr. Nee, schade. Nicht genug Seelen. Je mehr sie spielen, desto mehr Fähigkeiten schalten sie frei. Nur die Kombo ist besser geworden. Aber ein bisschen Spaß hat's gemacht. Wenn ich dann nicht in diese... drücken sie um einen Seelenknall, der alles vor ihnen vernichtet. Muss man sich gar nicht die Alternativen angucken. Stimmt, ich will alles vor mir vernichten. Ich will noch einmal mit Vernichtung spielen. Ja, spiel mit Vernichtung. Wenn sie Kills verknüpfen, steigern sie ihre Combo und erhalten mehr Punkte. Das ist ganz schön spät. Um mehr Punkte zu erreichen? Ja. Hör auf zu reden, wir bringen schon die Leute um. Du hast schon Erfolg gehabt. Also. Sag mal, wenn unten das Dreieck Dings wird. Unten? Das Dreieck angezeigt wird. Bei der Seelenkraft? Das ist nämlich mein Seelenknall. Siehst du das Dreieck? Ja, sehe ich doch. Aber dazu muss wahrscheinlich erstmal die Seelenkraft voll aufbauen, kann das sein? Das kann sein, ja. Ich muss nur noch einen in 40 Sekunden töten. Ernten. Das ist wie bei Buffy. The Harvest. Da wird geerntet? Ja. Ganz am Anfang. Der erste Folge? Ja. Das war erfolgreich. Warst du doch eben auch schon. Und jetzt habe ich diese geile Seelenkraft. Jetzt ist Dreieck groß. Ja. Ich brauche aber erstmal viel vor mir. Da vorne, die Jungs. Gut. Neun Skillpunkt ein. Du musst noch zwei ernten. Zack, zack. Das ist ein Menge Erfolg. Du bist besser als ich. Ich muss einfach nur fahren. Meter. Ja. Du bist gut dabei. Ich konnte gar nicht ausweichen. Hat jetzt auch nicht so viel geschadet. Hier schon. Noch 50 Meter. Erfolg. Du glaubst, du bist besser als ich? 18 Ernten. Da war es die Ernte. 13. Hoffentlich sind das nicht alles brave Mitbürger. Das sind alles Kinder im Kindergarten. Vor dem Mittagessen. Du hättest Eruption machen können. Ja? Hättest du. Achso, Eruption. Das ist die andere Fähigkeit. Zwei. Nicht mehr ausweichen. Jetzt noch zwei. Zack. Erfolg. Du denkst, du bist besser als ich. Wollt die Kopf loswerden? Gut gemacht. Hast du die Eruption gemacht? Nee, ich hab diese den Schuss gemacht. Gut gemacht. Haha, noch nebenbei eine Eruption. Ja, wo sind denn die Cops? Momentan nicht in deinem Blickfeld, das ist gut. Hauptsache Kombos. Aber man muss auch sagen, die haben ein bisschen selber Schuld, wenn die mitten auf der Autobahn rumrennen. Ja, stimmt allerdings. Mit brennenden Köpfen auch noch. Warum brennen die Köpfe eigentlich? Flucht erfolgreich. Oh, in die bin ich aus Versehen gefahren. Und die bist du gerade eben aus Versehen nicht gefahren. 10. 4, 3, 2, 1. Bam. Du bist gut dabei. Ja, viele Phasen, die ich hier schaffe, ne? Todesserie. Du musst 11 töten. Oder was? Nee, irgendwie nicht. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das ist die Aufgabe.
Ach, ich muss tatsächlich eine Combo schaffen. Und die schaffe ich nicht. Was ist denn eine Combo? Eine Combo von 11 am Stück in einem bestimmten Zeitlimit. Geh mit deinem Schuss. Den hast du nicht. Das Gefühl, es sind aber auch mehr auf der Straße. Ja, sind's auch. Aber ich werde nur noch hin und her gebarmt. 20 Sekunden. Du musst dich 11 von derselben Art umbringen. Nee, ich glaube, du hast recht. Du darfst halt nicht so lange Pause lassen zwischen den Morden. Glaub nicht, dass ich dich je so lange. Ja, okay. Ich glaube, das könnte es auch das Special gewesen sein. Ja. Aber ich kann auch den Fähigkeitenbaum erweitern. Ist auch ein guter Anschluss. Im Bereich Seelen vielleicht zum Beispiel. Vergrößert ihre Seelenkraftanzeige ist auf jeden Fall schon mal gut. Was sind die Seelen? Die töten. Ich erlernte mehr Seelenkraft auch. Ja klar, da wird es viel einfacher mit dem Zeug. Das ist ein ganz gutes System. Das war's gewesen mit dem Special. Ich wünsche uns allen ein gutes neues Jahr 2015 oder 2016, je nachdem, wann das hochgeladen wird.